So, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen die nächste Runde. Es geht weiter. Wir spielen mit unserem kleinen Jäger weiter. Ich habe es vorher schon im anderen Video gesagt, wollte eigentlich die Bestie noch rausnehmen, weil ich sie für keine gute Legendary halte. Ja, habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich habe sie mal noch drin gelassen. Sie hat halt den Nachteil, sie ist sehr, sehr schnell, ist sie zielt, weil halt eben der Gegner versucht halt eben Anduin. Den 3-3er für das Licht gewinnen. Wird den Sieg bringen. Lass die Jagd beginnen. Ja, ich guck mal. Vielleicht nehme ich, ja. Oh, und unsere Starthand sieht nicht besonders schön aus. Jetzt eine schöne Startkarte und wir bekommen rein gar nichts. Na toll. Macht nichts gegen Priester. Kann man gerade die zweite Runde natürlich immer den Direktschaden zur Not auch nehmen. Grüße. Weil dann gibt man ihm natürlich die Möglichkeit auch, das war's. Grüße. Dass er in der zweiten Runde sich selber heilt. Wir schauen mal, was er jetzt ausspielt. Je nachdem, wir haben ja schon zwei Fass haben wir drauf, können wir auch hohe Karten zur Not schnell. Ist jemand verletzt? Ja, so eine ist natürlich nervig. Weil die eigentlich immer nur Ärger macht. Die behalten wir uns noch. Bereit zum Ausritt! Kostet einen Start! Hat ungefähr den gleichen Wert. Das Fass hat halt nur den Vorteil, dass man auch hinter den Tank gehen kann. Das heißt, wenn er hier einen Tank hat, habe ich mit dem Ansturm natürlich keine Möglichkeit, hinter den anderen zu gehen. So. Diese Runde machen wir 4 Schaden. Und provozieren natürlich, dass er vielleicht ja einen Vernichte, also Schattenwort Schmerz so spielt. Na, komm, sei so lieb. Spielt ein Schattenwort. Nein, er tradet hoch und will eine große Karte spielen. Komm. Na, doch keine. Heilige Pfeile ist auch schön. So, er spielt eine hohe. Macht nichts. Den kann man natürlich nutzen. Ich kann entweder jetzt direkt sagen hier, aber ich habe natürlich das Problem, er kann ihn hochwappen. Deswegen muss ich jetzt leider mein Waldwolf spielen. Ich hätte natürlich auch nur um 3 runterhauen können, aber dann kommen natürlich die Heilungsspielereien vom Priester. So, jetzt sollte eigentlich fast unter dem Zugzwang sein. Gebt mir eine Quest. Was für eine eklige. Ja, da kommt Schattenwolf. Und jetzt haben wir die Karte. Ah, ja. Das ist natürlich immer ein Riesenglück. Die hätte ich eigentlich auch fast gern. Aber ich gönne sie ihm nicht. Lieber hier eine Gegenkarte. Auch nochmals, zweite Schattenbartschmerz. Kommt vielleicht? Du wirst sicherlich noch eins haben. Auf in die Schlacht, Made! Oh, fail. So. Ich spiele sie zwar, aber ich rechne damit, dass er Schattenbot spielt. Kommt's? Nimmt das uns weg? Schattenbot. Eure Magie wird euch nicht retten. Sehr schön.
Das war das Beste, was ihr machen könnt, weil damit hat er jetzt den Todesröcheln-Effekt natürlich nicht auch ganz wie geplant. Danke. Ah. Ja, dafür muss ich mich bei ihm absolut bedanken, weil das war wirklich ein sehr netter Schritt von ihm. Also vielen Dank an unseren Gegner. Und er hat immer noch 2 Schaden. Und möchte ihn natürlich jetzt die andere Karte wegnehmen. So. Wir gehen zuerst mit... Wir verdoppeln unseren. So. Spielen hier noch einen extra. Nehmen ihn raus. Ach, und hätten vielleicht vorher noch die 10 Schaden reinhauen sollen. Okay, das war arg blöd von uns. Aber jetzt hat er 2-mal Gefahr ohne den Todesrechnen-Effekt. Aufgepasst! Mein Schild für Argus! Er macht einen 6er und denkt natürlich, wir haben keine Chance, da damit umzugehen. Das kann ich nicht tun. Gut gespielt. Niemand kommt an mir vorbei. So, einmal Fetch geben. Einmal Fetch geben. Gut gespielt. Und können ihn dann mit schön rausnehmen. Okay. Ich glaube, ich muss meine Gedanken zu Bestie nochmal überbringen. Wenn er natürlich so einen Fundamentalfehler macht, dann ist es natürlich blöd. Nichtsdestotrotz danke ich dem guten Kubali für das Spiel. Wenn ihr noch Empfehlungen habt, wie wir das ganze Deck verbessern können, schreibt diese bitte in die Kommentare. Oder schreibt mir eine kurze Nachricht, dann probieren wir das Deck noch ein bisschen zum Optimieren und weiter auszubauen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Freue mich über ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.